Warum hast du dich letztes Jahr zur Wahl aufstellen lassen? Ich habe mich aufstellen lassen, weil meine Schwester sich damals auch hat aufstellen lassen für das Amt der Witzenhäuser Kirchenkönigin. Sie ist damals Prinzessin geworden und hat mich auf Auftritte mitgenommen. Und das war so toll, dass ich auch Lust hatte, da mitzumachen. Es ist dann aber irgendwie wieder ein bisschen untergegangen. Und letztes Jahr haben mich dann Leute angesprochen und haben gesagt, komm Sarah, das passt zu dir, mach da mit. Sabrina, was macht das Amt der Kirchenprinzessin denn so besonders? Vielseitig. Man kommt viel rum, man erlebt sehr viel, man lernt neue Leute kennen. Man vertritt die Stadt Witzenhausen. So, Tara, was empfehlst du denn den neuen Kandidatinnen bei der Bewerbung? Was ich unseren neuen Kandidatinnen empfehle, ist, auf jeden Fall eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Habt keine Angst, irgendwie alles besonders perfekt zu machen oder euch irgendwie zu verstellen oder zu verkrampfen, bleibt einfach immer ihr selbst, denn das ist das Wichtigste. Und deswegen macht ihr das ja auch, weil ihr selbst das machen möchtet. Ramona, hast du dir das Jahr als Kirchenprinzessin so vorgestellt? Nein, aber im positiven Sinne, weil es war besser. Es war viel besser. Also, was heißt, es war, es ist ja immer noch so. Es ist total klasse, es macht Spaß, ich habe meine Freude dran. Es ist auch einfacher mit meinem Alltag zu regeln als gedacht. Wir sehen so viele wunderbare Menschen, wenn wir auf diesen Auftritten sind. Das ist klasse. Ich habe immer noch mit Leuten Kontakt, die ich vor was weiß ich wie lange kennengelernt habe. Und es macht einfach nur Spaß und es ist besser, als man sich's vorstellt. Lea Sophie, wie fühlt es sich für dich denn an, deine Stadt Witzenhausen vertreten zu dürfen? Ich bin sehr froh, dass ich eins der Gesichter sein darf, die Stadt Witzenhausen vertreten darf. Es fühlt sich immer sehr gut an, so eine tolle heimische Stadt vertreten zu dürfen. Und ich freue mich darüber.